Ja, wir müssen über unseren Camper reden. Ich mach's da vorne mal an diesem Pfeiler da fest. Wir in Ruhe quatschen. Wir müssen quatschen. Wir müssen reden. Erstmal müssen wir die Hände klatschen. Klatsch mal. So, jetzt ist der Ton auch synchronisiert. Ja, das hier wird mal so ein Video sein, wo wir einfach mal ein bisschen erzählen. Ich glaube nicht so wackeln, oder? Das kommt ja dann ein bisschen raus. Ich bin nicht der Einzige, der Licht hat im Gesicht. Der einzige Lichtpunkt. Ja, was passiert mit unserem Auto? Wo ist das überhaupt? Wir haben unser Auto in der Werkstatt abgegeben. Vor einer Woche. Wir wollten erst mal kurz sagen, um was es in dem Video geht, okay, oder? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Video war eigentlich gar nicht geplant und es sollte was ganz anderes gefilmt werden. Wir wollten eigentlich mit dem Van unterwegs sein, aber unser Van ist nicht da. Und zwar habe ich euch im letzten Video angekündigt, dass der Van in die Werkstatt muss, weil so ein paar Sachen ja nicht so rund laufen, wie das eigentlich sein sollte. Und deswegen ist er jetzt in der Werkstatt. Genau. Und dann haben wir auf einen Kostenvoranschlag gewartet. Und ja, sind ein bisschen geschockt gewesen über die Nachricht. Ja, also gestern kam die Nachricht, das mussten wir auch erstmal den ganzen Tag verdauen. Es ist die Einspritzpumpe nicht ganz funktionsfähig und die Vakuumpumpe der Bremsen fällt hin und wieder aus. Das heißt aber, dass die Bremse trotzdem funktioniert, nur ist es halt ein bisschen hart zu drücken, sag ich mal. Auch nicht immer, nur zwischenzeitlich halt. Genau. Ne? Und bei der Einspritzpumpe ist es so, dass es auf der Autobahn vorkommt, dass wenn wir aber sehr schnell fahren und dann vom Gas gehen und wieder versuchen Gas zu geben, dass da nichts kommt. Und dann musst du das zwei, dreimal machen und dann läuft das Auto wieder vernünftig. Es ist jetzt erstmal nichts Großes, aber wir wollten es einfach reparieren, weil es sich ja so gehört, sich um sein Zuhause zu kümmern und wir auch ja eigentlich alles ganz gerne gemacht haben am Van. Jetzt hat die Werkstatt uns gesagt, dass kriegen wir hin, das wird geregelt und wir waren auch letztes Jahr schon in dieser Werkstatt und waren da ganz zufrieden mit dem Einbau der Standheizung. Und dann haben die gesagt, Kosten wären ungefähr 1.500 bis 2.000 Euro. Für Ersatzteile und Arbeit. Genau, und dann haben wir gedacht, okay, das können wir gerne nochmal investieren. Wir haben unser Auto 2019 gekauft für 4.500 Euro und haben bestimmt schon 13.000 Euro 15, oder knapp 15.000 Euro Reparaturarbeiten reingesteckt. Und klar, irgendwann überlegt man, wie lange lohnt sich das noch, immer wieder so viel Geld reinzustecken für ja, so ein Auto. So eine alte Kiste, ne? Genau. Ist natürlich unser Zuhause, deswegen wollen wir das auf jeden Fall ja auch versuchen zu pflegen. Genau. Aber jetzt kommt nämlich der Knackpunkt, was uns gestern so richtig aufgeregt hat. Und zwar hat die Werkstatt angerufen und ohne Fingerspitzengefühl uns einfach am Telefon gesagt, ja, das sind jetzt 4.200 Euro. Genau, wir haben auf einen Kostenvoranschlag gewartet und dann waren es anstatt die 2.000 Euro maximal 4.200 Euro. Und das Schlimme daran ist nicht, dass wir das jetzt entscheiden können, ob wir das machen oder nicht, sondern das Auto ist schon so weit aufgerissen, dass wir jetzt trotzdem sehr viel Geld zahlen müssen, ja, obwohl nichts repariert wird. Genau. Aber was genau jetzt weiterhin passiert, erzählen wir euch gleich. Genau. Kurze Einspielung hier für Werbung. Ja, ihr seht also, es wird auf jeden Fall teuer. Wie teuer das wird, das versuchen wir euch gleich zu verraten. Aber wir brauchen auf jeden Fall Geld. Und deswegen seht es uns nach, es kommt ganz kurz Werbung. Ihr könnt mich gerade gar nicht sehen. Und das hat mit dem Sponsor des heutigen Videos zu tun. Das ist nämlich NordVPN. Ich surfe hier gerade im Internet und ihr kriegt nichts davon mit. Nutze ich allerdings kein NordVPN, können Hacker und andere Personen sehen, wie ich im Internet unterwegs bin. Damit ich entspannt im Internet unterwegs surfen kann, nutze ich NordVPN. Das nämlich hilft mir dabei, meine Daten zu verschlüsseln und sicher zu transportieren. Wenn ich nämlich mit Melly unterwegs bin und es im Camper ein bisschen zu eng wird und wir uns wieder eine Airbnb-Unterkunft suchen, dann logge ich mich über NordVPN ein, suche mir ein Land aus und suche dann erst nach der Unterkunft. So kriege ich häufig viel günstigere Angebote und kann sogar noch ein bisschen Geld sparen. Zudem werden meine Daten verschlüsselt und es wird Hackern schwerer gemacht, auf meine Daten zuzugreifen. Und wir können auch noch Netflix-Serien schauen oder andere Streaming-Dienste nutzen und dabei auf Online-Inhalte zugreifen, die es in unserem Land, in dem wir gerade sind, vielleicht noch gar nicht gibt. Falls ihr Lust habt, NordVPN auszuprobieren, es gibt einen 50% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Klickt doch einfach gerne auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch die App aufs Smartphone oder auf den Laptop.
Ja, jetzt geht's weiter mit der Erzählung. Wir haben dann nämlich auch drei Optionen bekommen, wie wir das Auto da wieder mitnehmen möchten. Ach so, ja, ich glaube, aber vorher wollte ich noch ganz kurz erzählen, dass wir ja keinen schriftlichen und auch keine, kein Angebot oder keinen schriftlichen Kostenvoranschlag bekommen haben. Und wir haben, das Auto stand jetzt 6 Tage in der Werkstatt und wir haben schon nach 2 Tagen haben wir angerufen und nach dem Kostenvoranschlag einfach gefragt, damit wir da eine Zahl wissen. Ich stelle mir das halt so vor, dass die das Auto auf die Bühne nehmen, sich das ein bisschen angucken, mal ein bisschen überlegen, wie viele Arbeitsstunden wir da investieren müssen, wie viele Kosten da überhaupt entstehen. Und jetzt ist das Ganze nämlich die Einspritzpumpe wurde in ein separates Unternehmen geschickt in der Nähe. Und die haben quasi dann die Einspritzpumpe auf ihre Einzelteile zerlegt und geguckt, was da kaputt ist. Und alleine nur dieses Zerlegen und gucken, was da kaputt ist, kostet über 600 Euro plus Mehrwertsteuer. Und ich verstehe, dass Arbeit bezahlt werden muss, aber sowas muss uns mitgeteilt werden. Wir wissen sowas nicht. Und wenn die uns gesagt hätten, okay, einfach nur das Gucken schon und Aufmachen vom Auto und zu gucken, was kaputt ist, würde aber schon 600 Euro kosten, ohne dass es repariert ist. Und wenn man das doch nicht weiß, dann muss doch die Entscheidung haben, um zu sagen, ah, okay, dann lass es lieber erstmal. Wir überlegen uns das nochmal, ob wir das Geld investieren wollen oder nicht. Ja, das ist ja das Problem. Wenn wir gewusst hätten, dass die Eintrittskarte zu einem Kostenvoranschlag schon über 700 Euro liegt, also 600 Euro plus Mehrwertsteuer, ich weiß nicht, sind wir plus bei 700 Arbeitsstunden. Plus Arbeitsstunden. Wir sind irgendwo bei 850, 900 Euro. Ja, für nichts, nur fürs Gucken. Nur fürs Gucken. Dann weiß ich nicht, ob wir das hier gemacht hätten, sondern vielleicht wären wir das Risiko eingegangen, höchstwahrscheinlich schon. Und wären dann einfach in eine andere Werkstatt auch gegangen oder hätten das vielleicht oder sogar im Ausland gemacht. Oder hätten wir noch ein paar andere Kostenvoranschläge holen können oder weiß ich nicht, ein paar Vergleiche. Das ist jetzt halt sowas. Das Ding, so, wir sind so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Genau, weil wir kommen dann hart da an und das war dann einfach nur, es gibt nur, und jetzt sagen wir euch gleich die drei Optionen, diese Option und für mich, ich finde alle drei Optionen unmöglich. Ja. Am liebsten würde ich mich für keine entscheiden. Genau, ja, ich muss mal kurz die Hand wechseln. Wir haben mal Optionen gewechselt, weil David die Kamera nicht mehr halten kann. Ja, sonst wackelt, also ich kann sie schon halten, aber das Bild wackelt halt die ganze Zeit. Und finde ich ein bisschen unangenehm. Genau, wo haben wir stehen geblieben? Ja, genau. Also wir sind da stehen geblieben, dass der Eintrittspreis sozusagen, um einen Kostenvoranschlag erstellt werden darf, liegt jetzt so um die 600 Euro plus Mehrwertsteuer plus Arbeitsstunden. Jetzt war ich gestern in der Werkstatt und habe da sehr lange mit ihm drüber gesprochen. Und normalerweise wären die Kosten, also ich habe dann gesagt, was können wir denn jetzt machen? Und jetzt kommen wir nämlich zu diesen drei Optionen, die Melli gerade angesprochen hat. Also erste Option, 500 Euro. Da wird nichts mehr gemacht am Auto, es ist nicht mehr fahrtüchtig, wir müssen es abschleppen lassen und trotzdem 500 Euro müssen wir dafür bezahlen. Genau, Einspritzpumpe weg, Vakuumpumpe weg, Teile fehlen im Motor, die machen das abschleppbereit, 500 Euro sind wir los. Genau, also für nichts. Dann, zweite Option war 2000 Euro dafür, dass es alles wieder zusammengebaut wird. Genau. Und wieder das Auto wie am Anfang war, wo wir es hingefahren haben. Also nur, um da einmal aufzumachen, so reinzugucken, wieder zuzumachen. 2.000 Euro. Und die 2.000 Euro wurden uns ja gesagt, dass das Ganze kostet, repariert. Genau. Und jetzt kriegen wir ein nicht repariertes Auto für 2.000 Euro. Ja. Komplett repariert, also mit Vakuumpumpe und reparierter Einspritzpumpe, sollte das Ganze 4.200 Euro kosten. Und das wurde einfach so gesagt. So, ja, hier, hallo, ja, sind 4.200 Euro. Ne? Also ich stelle mir vor, das ist so, wie wenn du, ja, wenn Melli mich zum Arzt bringt und ich habe Husten und danach ruft der Arzt und sagt, oh ja, da hatte doch einen Genickbruch, das war's jetzt, ne? Tschüss. Das ist einfach nur so, ich finde einfach, von mir aus kann es auch diese 4.200 Euro wert sein, aber man kann nicht, ich meine, es ist alles mündlich passiert, aber man kann trotzdem nicht eine Summe von 2.000 Euro nennen und dann einfach über das Doppelte verlangen, ohne dass man das mit dem Kunden bespricht. Ich meine, wir haben ja auch ein paar Sachen im Internet gelesen, da hieß es, ein Kostenvoranschlag darf nicht 10%, also wenn der Kostenvoranschlag sagt, der sagt jetzt 2.000 Euro und dann kostet es aber 2.200 Euro, dann ist es okay, ne? Ja, genau. 10%. Da muss man das nicht 10-20% ist okay. 20%. Und der Kostenvoranschlag selber darf ungefähr, das haben wir ja recherchiert, ungefähr 10% der veranschlagten Reparatursumme kosten. So, also er hat uns ja am Anfang gesagt 1.500 Euro bis 2.000 Euro. Das bedeutet laut meiner Rechnung, dass der Kostenvoranschlag maximal 150 bis 250 Euro kosten kann. Und jetzt werden uns Reparaturen hier aufgezwängt, die wir nie zugestimmt haben und wir müssen quasi jetzt 800, 900 Euro mit Mehrwertsteuer bezahlen. Das ist nämlich dem sein Angebot gewesen, dass wir jetzt quasi nur das Zusammensetzen der Einspritzpumpe bezahlen und die Arbeitsstunden er übernimmt.
Ja, aber das heißt, die habt die Einspritzpumpe auseinandergenommen, haben reingeguckt, was kaputt ist und reparieren es nicht, sondern setzen es einfach wieder zusammen und wir zahlen dafür jetzt Geld. Das wussten wir vorher alles nicht. Also ist mir klar, dass ein Kostenvoranschlag Geld kostet, aber er hätte sagen können, David, ich gucke da jetzt unter das Auto, das kostet dich 100, 200 Euro, ich brauche ein bisschen Zeit und dann kann ich dir einen Kostenvoranschlag machen, aber das würde dich 100, 200 Euro kosten. Dann würde ich sagen, mach mal bitte. Aber nicht einfach, ja, wir rufen an, es geht keiner ran, ja, er kann gerade nicht. Er meldet sich, dann meldet er sich 3 Tage später und dann wird dir gesagt, das sind deine 3 Optionen und du musst jetzt 4.200 Euro bezahlen oder 2.000 Euro und du kannst dein Auto wieder mitnehmen, wie es war. Da habe ich gedacht, dann kann ich das ja direkt anzünden und sonst irgendwas. Genau, ich finde einfach das die Kommunikation oder einfach das ist so schlecht, man ist so schlecht beraten worden, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, wir sagen ja nicht, ob das jetzt zu teuer, zu günstig, egal was es ist, aber das muss man einfach vorher klären. Man kann nicht verlangen, dass wenn man 2.000 Euro zustimmt, dass der Kunde 4.000 Euro parat hat. Also das kann man nicht verlangen, das muss man auch klären erstmal mit jemandem. Und wir waren sehr zufrieden, wir waren letztes Jahr schon da und haben da alles immer sehr zufriedenstellend erledigt bekommen. 2 Mal waren wir in der Werkstatt und es gab nie Komplikationen und deswegen haben wir jetzt beim 3. Mal auch nicht dran gedacht, uns da irgendwie was schriftlich geben zu lassen, weil die ersten 2 Mal hat es auch so geklappt. Genau. Und es wurde sich dran gehalten und ja, wir gingen davon aus, dass das halt funktioniert. Also und ich muss auch leider, trotzdem fühle ich mich veräppelt, weil wir auch das Gefühl haben und Einspruch hat uns dieses Gefühl auch bestätigt, dass sie halt meiner Meinung nach uns einfach auch ein bisschen mehr abzieht, also uns abzocken wollen. Für mich ist es eine Abzocke, weil der Spruch fiel, ihr braucht doch das Auto. Ja, ich hatte nämlich gefragt. Also die wissen, dass wir da drin leben und das ist dann einfach für mich, ist es einfach dreist, weil dieser Spruch hat mir gezeigt, ja klar, die denken sich, wir leben da, wir brauchen das Auto, wir müssen das ja zahlen, uns bleibt ja keine andere Option übrig. Ja, ich habe nämlich gefragt, was würdet ihr jetzt machen? Ihr beschäftigt euch ja den ganzen Tag mit Autos. Was würdet ihr machen? Und dann kam so der flapsige Spruch, ja, du brauchst es ja. Und dann habe ich mich halt so dumm gestellt und habe gesagt, nee, ich brauche es eigentlich gar nicht. Meine Eltern haben noch 3 andere Camper in der Einfahrt stehen, ich suche mir da einfach einen von aus, ich brauche das überhaupt nicht. Ja, dann würde ich es nicht machen. Also, nee. Und das, genau. Und dann auf einmal, genau, hieß es ja, 2.000 Euro kostet das. Und dann kam er uns ja doch mit 900 Euro entgegen, dass sie auf einmal die Arbeitskosten doch übernehmen. Ich meine, keiner macht ja was umsonst, Entschuldigung. Also ist mir alles ein bisschen zu tricky und ich vertraue dieser Werkstatt auf gar keinen Fall mehr. Wir sind einfach richtig enttäuscht. Und jetzt steht halt auch die Frage im Raum, ob wir den Van verkaufen oder wie wir das weitermachen. Und jetzt laufen wir aber erstmal ein bisschen weiter. Weil Nusa kann hier auch nicht mehr still bleiben und wir gehen nochmal nach. Ja, ich sag doch, das sind Mäuse. Die ist richtig, guck sie ist richtig into it. Nussilein! Hey! Ja. Ja, das mit dem Van wirft natürlich auch sehr, sehr viele Pläne durcheinander. Aber jetzt wollten wir euch erstmal erzählen, wofür wir uns jetzt erstmal entschieden haben. Und ich hoffe, euch ist klar, dass wir den Van nicht verkaufen wollen. Nein, wir behalten unseren Van. Aber wir mussten trotzdem die beste Lösung für uns finden. Und aus Prinzip zahle ich dieser Werkstatt keine 4.200 Euro. Ist mir egal, ob es wert ist oder nicht. Aus Prinzip, aus schlechter Kommunikation. Und vor allen Dingen waren die dann auch richtig pissig und richtig unfreundlich zu uns. Und alleine schon aus diesem Kundenservice und aus dieser schlechten Beratung werden wir da das Mindeste lassen, ja. Was auch schon viel zu viel ist, weil die wollen ja 900 Euro dafür haben, dass wir das Auto so wieder kaputt, wie es vorher war, mitnehmen. Ich muss mir mal vorstellen, dass ich da gestern nur da war. Wurde mit so wenig Fingerspitzengefühl kommuniziert, dass sogar geschrien worden ist. Und er sogar in der Werkstatt. Ist. Du musst dich jetzt entscheiden, ich gehe jetzt weg und dann entscheidest du dich. Und dann war er einfach eine halbe Stunde weg und ich war da allein in der Werkstatt. Ne? Gesundheit. Es gibt nur diese Option, also es war wirklich einfach sehr, sehr frech. Also genau, deswegen haben wir jetzt gesagt, setzt das Teil jetzt einfach wieder so zusammen. Und so schnell wie möglich da weg. Genau, jetzt hoffentlich kriegen wir unseren Van so schnell wie möglich wieder. Und dann suchen wir uns hier im Rhein-Neckar-Kreis, im Rhein-Odenwald-Kreis eine neue Werkstatt. Wenn sich jemand von euch mit der Rechtslage auskennt, wenn jemand von euch auch ähnliche Probleme schon mal hatte, schreibt uns doch gerne Kommentare. Auch wenn ihr eine gute Werkstatt im Rhein-Neckar-Kreis oder im Neckar-Odenwald-Kreis kennt, dann schreibt uns das doch gerne in die Kommentare, weil ja, anscheinend ist unsere Werkstatt, die wir für gut befunden haben, nicht gut genug. Genau, und wir wissen jetzt auch nicht, ob es eigentlich fair ist, auch diese 900 Euro zu zahlen oder ob wir eigentlich nur diese 10% von diesem Kostenvoranschlag zahlen sollten. Also die 10% der
mündlich zugesagten Summe. So findet man zumindest online auch ein paar Rechtslagen. Also nochmal, 1.500 bis 2.000 Euro sollte die komplette Reparatur kosten. So, das wurde uns mündlich zugesagt, aber halt nicht schriftlich. Und deswegen ja, wissen wir jetzt gar nicht, wie sollen wir uns verhalten. Vielleicht liegen wir auch völlig verkehrt, das kann natürlich auch sein. Vielleicht sind auch die 900 Euro völlig legitim, aber ja. Was ich kann es nicht verstehen. Tut mir leid, ich kann es einfach nicht verstehen. Vielleicht sind wir auch schon zu lange aus diesem System raus, dass wir einfach nicht mehr wissen, was für Summen hier normal sind zu bezahlen. Ich finde es aber auf jeden Fall auch krass. Wir hatten gestern bei Instagram auch eine Umfrage gemacht und auch zum Beispiel mit meiner Oma drüber gesprochen. Und da ist so dieses verbreitete, diese Denkensweise so, ja, das müsst ihr jetzt bezahlen. Ja, das muss jetzt einfach, also, ich muss das jetzt zahlen, weil das muss man jetzt zahlen. Und ohne irgendwie zu hinterfragen, ob das einfach auch okay ist. Und ich weiß nicht, manchmal denke ich, deswegen funktioniert dieses System immer wieder, weil einfach keiner sich mehr hinterfragt und sagt, ja, es ist jetzt so und jetzt zahle ich so. Und keiner hat mehr Zeit, vielleicht auch zu recherchieren, ob das auch rechtens ist, ob es okay ist, ob man verarscht wird. Das ist alles nicht mehr so sichtbar, weil jeder einfach das macht, was von einem verlangt wird, so nach dem Motto. Oder ich will jetzt nicht jeden sagen, aber zumindest so die, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Und genau, deswegen wäre toll, wenn ihr da einfach mal ein bisschen uns schreiben würdet, ob wir da jetzt falsch liegen, richtig liegen oder irgendwelche Tipps, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir jetzt im schlimmsten Fall 900 Euro für nichts zahlen und erstmal das Auto in eine andere Werkstatt bringen. Aber damit das Video hier auch nicht ganz sad endet und wir super traurig jetzt alle hier auf der Couch liegen, haben wir uns gedacht, ihr wisst, was uns immer aufheitert und es ist ja auch nicht alles schlimm und wir kriegen das alles auch schon irgendwie hin. Das Wetter ist super und Sonne genießen kostet nichts. Aber ihr wisst, mit Kaffee in der Hand ist alles besser. Deswegen fahren wir jetzt mal in unsere Lieblingsrösterei, hier Kaffeestopp in Birkenau. Die kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Falls nicht, dann checkt das mal aus. Zumindest könnt ihr bei uns im Onlineshop auch mal vorbeischauen, denn Kaffeebohnen von Kaffeestopp könnt ihr auch bei uns im Onlineshop kaufen. Und wie die den Kaffee rösten und wie es in dem Kaffee aussieht, und ja, das zeigen wir euch jetzt gleich. Jetzt geht es mal nach Hause. Richtig. So, wir sind jetzt hier in unserer Lieblingsrösterei in Birkenau, Kaffeestopp. Melli hat sich hier schon schön hingesetzt. Guck mal, Nus hat auch einen Platz gefunden. Und dann möchte ich euch mal unseren Röstmeister vorstellen. Und zwar ist das der Andi, das Gesicht von Kaffeestopp. Genau, aber du bist der Gesichter von Kaffeestopp. Du bist ja nicht alleine, ne? Wir haben jetzt mittlerweile die dritte Röstanlage. Das ist eine Probatone 12, das ist eine Maximalbeladung von 15 Kilo pro Batch. Maximale mögliche Leistung, so 400 Kilo am Tag. Das ist schon ordentlich. Da muss ein bisschen was passieren. Tatsächlich sind wir mit der Rösterei bei einem Jahresvolumen ungefähr jetzt von 11 Tonnen. Wow. Was schon nicht schlecht ist für uns. Ja, das hört sich gut an. Und gibt es einen Lieblingskaffee, den du besonders gerne trinkst? Nee, tatsächlich nicht. Das ist so eine Tagesform. Manchmal möchte man eher schokoladige, nussige Aromen und manchmal einfach fruchtige, crazy Kaffees. Ja, das kenne ich. Geht uns genauso. Ja, wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal bei Kaffeestopp online vorbei. Da gibt es auf jeden Fall richtig gute Kaffees, wie Andi gerade auch schon gesagt hat, aus vielen Geschmacksrichtungen. Und wenn ihr hier in der Nähe seid, schaut auf jeden Fall vorbei bei Kaffeestopp. Öffnungszeiten sind immer Donnerstag, Freitag und Samstag, aber findet ihr auch auf der Webseite. Und ich würde mal sagen, wenn Andi uns jetzt gleich nochmal einen schönen Cappuccino macht, dann zeige ich auch nochmal, was für eine geile Latte Art Andi da hinkriegt. Ich versuche es. Das ist besser wie ich, wirklich Leute, tausendmal. Aber es ist auch eine richtig schöne Maschine, guckt euch das hier mal an. Tolle Latte Art. Ja, kann ich nur empfehlen. Ich würde auch mal sagen, ich muss mir jetzt hier nämlich einen Videoschnitt machen. Ist auch richtig schön, um hier zu frühstücken oder zu arbeiten. Und ich mache mir einen Videoschnitt, weil ihr wollt ja das Video morgen sehen.
Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, was mit unserem Auto passiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Meinst du, das kann man sagen? Wir brauchen Geld. Ja, natürlich. Ja, das ist aber... aber ist Schatz, ehrlich. Also, ist doch super. Wir brauchen alle Geld, oder? Ich meine, das wächst hier leider nicht auf Bäumen, oder? Ja. Okay. Wächst hier Geld auf... Nee, ich dachte, das wäre ein Honig. Das ist einfach nur ein grünes Blatt. Ja, ob man das jetzt so weiß ich nicht. Aber gut, ja. Aber wir brauchen, also jeder ehrlich, braucht doch Geld. Ich meine, wir gehen doch alle arbeiten und brauchen doch alle Geld. Und die Werkstatt, in die wir unser Zuhause abgegeben haben, die braucht halt sehr, sehr viel Geld. Sehr, sehr viel Geld braucht die, aber da bin ich nicht bereit, sehr, sehr viel Geld. Ich glaube, man versteht sich, dass man Geld verdient, wenn man Werbung einschaltet. Ja. Ne? Aber ich meine ja nur coole Werbung, die wir auch selbst nutzen. Ja, auf jeden Fall.